Alarm für die Batonnefer Feuerwehr heute Nachmittag. Kurz nach 14 Uhr wurde ein Vegetationsbrand auf einer Fläche am Weiher gemeldet. Eine 5000 Quadratmeter große Wiesenfläche brannte, die Flammen drohten auf ein Wohngebiet überzugreifen. Deshalb wurden Einheiten nachalarmiert. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, zumal ergoss sich zum Unfallzeitpunkt ein wolkenbruchartiger Regen über Batonnef, der die Löscharbeiten unterstützte. Bereits zum dritten Mal stand eine Wiesenfläche in der Straße am Weiher in Brand. Im Einsatz waren neben der Polizei, dem Ordnungsamt, dem DRK, die Löschzüge aus Batonnef und Egidienberg und die Löschgruppe Rhöndorf.